Also, hier, das ist süß. Also, hier, schau mal diese Karten. Das ist von Nadine Breitenstein, die Secret Key Card, ja. Und das ist Lenormand, ja, wie heißt die Karte? Lernkarten, ja, weil die ganze Bedeutung hier drauf ist. Also, es geht darum, ja, dass du, also für eine Gruppe spüre hier zwei Gruppen. Die erste Gruppe ist jemand, die du schon lange im Ausland lebt und du eine Fernbeziehung hast. Alles, gute Nachricht, alles wird sich zu deinem Gunst wenden, ja? Brief, Liebesbotschaft, berufliches Schreiben. Ja, gute Nachrichten kommt auf dich zu, betreffend diese Situation. Das ist die erste Gruppe, ja? Das gleiche Schicksal teilen, in einem Boot sitzen, dieses schwankende Gemüt wird weg sein. Sehnsucht, Liebe kommt auf einem zu. Aber, es kommt ein Aber vom Universum, ja? Aber es wird nicht alles so laufen, wie du dir gewünscht hast, ja? Klar gibt es Steine im Weg, aber das werdet ihr, ja, das werdet ihr, meistern, ja, das will alles sich zum Guten wenden, weil ich sehe hier keine Negativität, ja. Aber langsam, Segelboot ist eine langsam ohne Motor, ja. Also, für zweite Gruppe geht es um Arbeit. Kaufmann, Reiseleiter, Leiterin, Auslandsjob, neues Angebot kommt auf dich zu. Ja, die Menschen, die sich beworben haben, möchten seine Heimat verlassen für das Job. Es kommt positive Zusagen. Ja, das ist für zweite Gruppe. Es geht um Arbeit. Ja, du hast dir was vorgenommen, ja, wegen deiner hier Reiseleiterin oder Kaufmann im Tochterfirmen im Ausland, Auslandsjob, neues Angebot kommt auf dich zu. Schau mal, Reisen, Ausland, ja, die Dinge auf sich zukommen lassen. Aber schau mal, alles entwickelt sich langsam, ja, als du gedacht hast. Das ist zweite Gruppe. Alles, alles Gute.